Moin, moin aus dem Schrammwerk. Vielen Dank an die, die jetzt dazugekommen sind. Natürlich an meine Community, an die Schrammwerker sowieso. Aber das BSA-Video, das Flacheisen von Andi, Teil 1 auf Andis Kanal, Teil 2 auf meinem Kanal, war ein mega Feedback. Sind ein paar dazugekommen. Deswegen moin, moin. So sagt man es hier im Schrammwerk. Ja, mega. Freut mich, dass ihr da seid. Und apropos Andi, BSA ist fertig, aber der passende Helm fehlt noch dazu. Und da Andi aber schon auch öfter mal im Dunkeln fährt, habe ich gedacht, das ist zu gefährlich. Der kann ja auch nicht mehr so gut gucken und so, glaube ich, ne? Da muss der Helm zumindest ein bisschen leuchten. Tagesleuchtfarbe wäre ein bisschen zu grell. Also habe ich mir überlegt, wie bei den Feuerwehrhelmen, da ist ja eine Nachtleuchte. Lumineszentfarbe drauf oder Nightglow, macht das einfach viel einfacher. Nachtleuchtfarbe. Da ist ein Pigment drin, das kann man mit Licht aufladen und dann leuchtet das ganz stark am Anfang und wenn das Licht nachlässt oder wenn man ins Dunkle geht, dann fadet das langsam aus. Es gibt Farben außer von der Bundeswehr oder ich glaube von der Feuerwehr, die sind nicht mehr ganz so erlaubt, die sind auch so ein bisschen radioaktiv, glaube ich. Und hier meine abgeschwächte Variante, habe ich noch nie benutzt aus der Sprühdose. Deswegen testen wir das mal auf Andis Helm, wie lange das leuchtet. Ob es wirklich so krass leuchtet wie auf einem echten Feuerwehrhelm. Testen wir mal. Ich will das Ganze so ein bisschen Vintage machen und spiele jetzt einfach mit verschiedenen Sprühdosen rum. Ich habe ja so ein bisschen diesen Crackle-Effekt. In Weiß, in Türkis, in Schwarz. Und hier habe ich eine ganz coole Farbe, die finde ich richtig gut. Manila Green. Finde ich als Grundton ganz gut, weil diese Nightglow-Farbe leuchtet, glaube ich, besser auf dem hellen Untergrund als auf dem dunklen. Deswegen testen wir das ein bisschen aus. Hier habe ich noch ein bisschen meinen Rasierschaum und das BSA-Logo mit diesen Gewehren. Das hauen wir da auch noch irgendwie drauf. Das Ganze machen wir jetzt mit Sprühdosen, ein bisschen rumtopfen, dass er so ein bisschen diese Patina kriegt. Ein bisschen schleifen, fertig. Ne, das soll nicht so zum Motorrad passen. Das sieht immer komisch aus, finde ich, wenn Helme passend zum Motorrad lackiert sind. Und dann fährt er ja so viel Motorräder. Also machen wir so einen abgewatschelten Helm, aber mit der Sicherheit eines neuen. Und mit der Sicherheit vom Nightglow. So, ich mache das einmal rauf. Wieder Artenschutz ist hier wichtig. Mal gucken, wie das schon mal auf Schwarz aussieht. Oh, sieht man nicht wirklich was, ne? Deswegen höre ich jetzt hier mal auf und fange direkt mit der hier an. Ne, aber dafür mache ich den coolen Schaum hier drauf. Den wische ich gleich einmal runter. Der gibt den auch noch so ein bisschen Patina-Look. Das kennt ihr ja schon von meinen Shoppern, die ich da gemacht habe. So, das schrumpft jetzt so ein bisschen. Und dann gehen wir mit diesem coolen Manila Green dagegen. Und noch ein bisschen das zusammenschrumpfen lassen. Das kann ich schon schön Farbe schütteln. Ja, hier ist es jetzt cool. Oh, ist geil. Hier ist so ein bisschen Oliv. Hier unten will ich das gleich so ein bisschen crackeln lassen. Das ein bisschen mit dem Föhn beschleunigen. So, und jetzt einmal schnell wegwischen. Ach, das ist schon cool. Das sieht jetzt schon geil aus. Oh Mann. Oh, ich glaube, das mache ich nochmal.
Also die Farbe ist auf jeden Fall sehr cool. Sowas ist Teppichschaum, Teppichreiniger. Also wenn ihr sowas nachmachen wollt, einfach einen günstigen Teppichreiniger holen. Und da könnt ihr so, ich habe es mal mit Rasierschaum probiert, das geht nicht. Also Teppichreiniger funktioniert super. Das ist auch auf Wasserbasis, riecht auch schön frisch. Könnt ihr auch nehmen. So, da hier machen wir es nochmal. Jetzt schon mal mit Crackle drüber. Guck mal, was dann passiert. Nee, das wollte ich oben drauf machen. So, jetzt wieder ein bisschen abwarten und wischen. Das ist sehr cool für organische Strukturen. Das liegt da hier die Tiefe. Ne, weil ich jetzt quasi wie zwei Schablonen versetzt übereinander gelegt habe. Und dadurch kann man richtig so in diese Struktur reingucken. Erinnert mich jetzt gerade so an den Helm von... Es gab früher mal die Serie, den Kinofilm. Das war der erste Kinofilm, den ich mit Vivian damals geguckt habe. Wie hieß er noch? Starship Troopers. Da haben die gegen so eine Käfer auf irgendwelchen Planeten gekämpft. Und so ähnlich sahen die Helme auch aus. Das war so ein geiles Camouflage-Muster hier. Im Alien-Style. Das sieht schon geil aus, ne? So, jetzt machen wir den Night Glow drauf. Und dann gehe ich darüber mit Crackle. Das heißt, meine Überlegung ist, dass der ganze Helm jetzt leuchtet, dann crackelt das Schwarz so ein bisschen auseinander. Dass es so wie so eine zerbrochene Lavaschicht aussieht, wo es unten durchleuchtet. Ne, ihr seht, das deckt überhaupt nicht. Sondern es ist wahrscheinlich nur dieses Leuchtpigment drin, ne? Soll man über mehrere Schichten machen, weil je dicker man das macht, umso mehr hat man natürlich eine Schicht wie so ein Akku, der sich auflädt. So, nicht zu nass, weil sonst wird die Schicht zu matschig und trocknet ewig lange. Also lieber dünnere Schichten. Und immer wieder schön zwischentrocknen. Da trocknet aber sehr schnell die Sprühdosenfarben, das ist cool. Dann hätten wir jetzt nächstes hier das BSA-Logo drauf. Und mach das in so einem, schau mal hier noch, gucken wir mal, ein paar Dosen Gold. Das mache ich, glaube ich, mit so einem Silberchrom. Und haut dann wieder das Glow-Effekt rüber. Also hier kann man wieder mutig sein, da wir eh diese Vintage-Optik haben wollen, kann man eigentlich nichts versauen. Seht ihr ja, also ich habe jetzt irgendwie einfach das Poten provisorisch draufgehauen und das sieht schon extrem cool aus, gerade hier so der Bereich. Ich bin echt gleich gespannt, wie der leuchtet. Alles für die Sicherheit, ne? Genau, Andi wollte BSA-Logo haben, den Rest durfte ich machen, wie ich wollte. Werde ich wahrscheinlich auch gleich noch mal ein bisschen kaputt schleifen. Oh, das topfe ich rauf. Das ist auch gut. Das sprühe ich gar nicht rauf, sondern das topfe ich gleich rauf. Das kann ich direkt hier auf die Schablone sprühen. Was das für eine Textur gibt.
witzig. So, dann sieht das nicht so akkurat aus. Ist auch cool. Dezent spiegelt mal so, tarnt sich so ein bisschen weg. Schleifen brauchst du nicht mehr. Durch das Tuppen haben wir schon so eine Struktur drin. So. Und da gehen wir jetzt wieder mit Leuchtfarbe drüber. Ich bin echt gespannt. So, ein bisschen anfüllen. Nee, jetzt gehe ich direkt mit dem Schwarz-Crackle am Rand hier und so ein bisschen nochmal längs. Der reißt jetzt auseinander. Das ist dieser Krakelierlack. Ein bisschen mehr, wenn es ein bisschen mehr Krakel ist. Jetzt weißt du. Würde ich das nicht anpusten, würde das ein bisschen größer krakelieren. Schrammwerkaufkleber rauf, ne? Und dann testen wir, wie das Ding leuchtet. Dann ist nämlich schon fertig. Da will ich auch gar keinen Mattlack mehr raufmachen, weil die Sprühdosen, also kann ja ruhig, wenn er jetzt ein paar Mal runterfällt, kriegt er ein paar zusätzliche Kratzer. Das macht den eigentlich von jedem Sturz und jedem Ditcher, wäre es von Mal zu Mal immer schöner. Tja, ich würde sagen, das war's, oder? Kurz und schmerzlos. Alles mit der Sprühdose, nichts mit der Lackierpistole. Trotzdem mega Effekte. Jetzt testen wir mal, wie es leuchtet. Also, das könnt ihr zu Hause nachmachen. Nehmt eure Helme, achtet drauf. Werde ich immer wieder gefragt, Danny, kann man jeden Helm lackieren? Eine Garantie gibt es natürlich nicht. Und wenn ihr damit einen Unfall baut und der bricht auseinander, wird jeder Hersteller sagen, stand nicht drauf, ist nicht lackierfähig, könnt ihr nicht machen. Allerdings ist es schon, oh, ich glaube, jetzt 3 oder 4 Jahrzehnte her. Es gab früher mal einen Discounter, dann gab es diese ABS-Helme. Das waren diese Helme, die hatten hier oben fast wie so eine Sollbruchstelle, sage ich mal. Das waren so wie so 2 zusammengeklebte Hälften. Und dieses ABS-Zeug, oder wie das damals da hieß, ich weiß nicht, was es genau war, ich glaube ABS, wenn das mit Lösemitteln von Sprühdosen oder sowas bearbeitet worden ist, und man muss das natürlich voranschleifen, dann sind diese Lösemittel in diesen Kunststoff eingezogen, haben die Weichmacher rausgezogen, dass so ein Kunststoff flexibel bleibt.
Und dann hieß es, ich habe es nie wirklich erlebt, aber ich habe es ein paar Mal gehört, die Story, dass die Leute davor Angst haben, dass sie einen Unfall bauen und der Helm zerbricht wie eine Glasscheibe, weil der Kunststoff halt nicht mehr weich ist und dann auseinanderbricht, weil die Weichmacher durch das Lösemittel entzogen worden sind. Also, ich habe schon viele Helme lackiert. Ich habe noch von keinem, guck mal, jetzt blättert das richtig ab hier. Geil. Ich habe noch von keinem gehört, dass ein Helm auseinandergebrochen ist beim Unfall. Trotzdem solltet ihr den Hersteller fragen, wenn ihr euch sicher sein wollt, welche Farbe darf ich verwenden. Das ist cool. Das ist jetzt so dick und dadurch, dass ich es angefangen habe, blättert das so ein bisschen hoch. Ja, vielleicht ein bisschen doll. Das mache ich mal ein bisschen weg. Ja, das ist cool. Das macht den nochmal. Also auch hier ungewollte Sprühdoseneffekte. Sieht hier schön alt und shatterig aus. Richtig cool. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie das Ding leuchtet. Vorher lasst ihr einen coolen Kommentar da, ein Abo und ja, lieben Gruß. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr von Andi rübergekommen seid. Oder wie lange ihr schon bei mir auf dem Kanal seid. Das würde mich echt freuen. Insofern würde ich sagen, bis bald. Schönen Feierabend. Euer Danny. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Hier ist mein Farbstift, denn wir malen mit Licht. Geil, ne? Wir malen mit Licht. Ich bin jetzt echt gespannt, was das kann. Das habt ihr eben gesehen. Und jetzt mal ab ins Dunkle hier. Oh! Das sieht ja jetzt schon aus wie ein Alien-Ei. Boah, schon geil, ne? Hier ist das Schramberg-Logo drauf. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich jetzt hier auch Andi reinmalen kann. Na, nicht so krass wie bei der Feuerwehrfarbe. Wahrscheinlich muss ich nochmal ein bisschen dicker rauf. Aber man kann es ein bisschen sehen.